und herzlich willkommen zum zweiten Video der Vorstellung vom Update und alles, was neu gekommen ist von Palworld. Ja, ich habe nach der letzten Aufnahme etwas gebaut und muss sagen, ich habe die Entwickler für bekloppt erklärt. Ihr seht hier schon im Hintergrund dieses riesige Gebilde. Ich hatte leider keinen anderen Platz, als es bei mir hier oben drauf zu stellen. Ja, das hier ist, achso, benötigt Bergbau, das hat jetzt mit mir gar nichts zu tun. Das hier ist jetzt die große Variante von der Erzmine und ihr seht schon, das ist wirklich wahnsinnig groß. Wenn man jetzt damit mal die andere Variante vergleicht, also da oben, oh, es geht sogar noch nach unten rein, wie man sieht. Also da oben, das ist die große Bergbauvariante und das da hinten war die erste Variante. Beides ergibt Erz. Also ich kann euch das auch mal eben zeigen. Hier beides ergibt Eisenerz. Ja, man muss auf jeden Fall genug Platz dafür haben. So viel habe ich dann jetzt gelernt. In dieser Folge wollten wir uns allerdings nicht diese Sachen angucken, sondern ich wollte mit euch ins neue Gebiet fliegen. Und das werden wir auf jeden Fall jetzt gemeinsam tun. So, wir starten hier von der vergessenen Insel aus. Und wie ihr hier schon sehen könnt, es ist Richtung großer Baum. Ich zeige euch das mal kurz auf der Karte. Wir sind gerade hier unten auf der vergessenen Insel und das neue Gebiet ist im Endeffekt dieses komplette Gebiet hier über uns. Und da fliegen wir jetzt mal gemeinsam hin. Und ihr seht schon, da oben ist auch wieder so ein Turm mit einem neuen Boss drin. Es gibt hier verschiedene Biome. Und zwar, ich suche jetzt gerade mal etwas. Das suche ich jetzt eigentlich nicht, aber das könnten wir auch mal eben. Hier sind wir jetzt auf der Kirschblüteninsel angekommen. Na, ich nehme mal eben das Ei hier. Und hier unten haben wir schon die ersten Pals, die wir sehen können. Ich meine, ich habe da jetzt keine Erfahrung mit, aber ich meine, dass diese Pals, aber die laufen weg, also vielleicht auch nicht. Ich dachte eigentlich, dass die auch explodieren können, aber anscheinend doch nicht. Was ist mit euch? Hallo? Hallo? Guten Tag? Die sind blind, die sehen mich überhaupt gar nicht. Na gut, also irgendeiner hat mir gesagt, die sind so wie die explodierenden Vögel. Anscheinend meinte er damit nicht, dass die explodieren. Dann gibt es hier noch Affen. Die sind allerdings ziemlich aggro. Die sollte man jetzt nicht unbedingt hinter sich herziehen. Die sind direkt da. Das hier wollte ich euch schon beim letzten Mal zeigen. Und zwar sind das diese Schrottstellen. Da kann man dann innerhalb von 3 Sekunden oder so Schrott sammeln. Und da kriegt man zum Beispiel diese Münzen raus. Ja, ich bin ja schon weg. Oder auch legendäre Sphären, wie man gerade gesehen hat. Hier unten gibt es dann auch nochmal die Tokottos, das heißt diese explodierenden Vögel. Ich probiere es nochmal mit den anderen. Das ist, ich finde das so komisch, dass die hier so schnell weg waren. Hallo, guten Tag. Ich glaube, die mochten einfach nur die Affen nicht. Nee, jetzt sind sie auch weg. Schade. Die sind doch ein bisschen verschreckter, als ich eigentlich gedacht habe. Na gut, schalten wir uns hier schon mal die Schnellreise frei. Das ist auf jeden Fall dieses Küstengebiet. Und hier, da sieht man zum Beispiel das, was ich auch meinte. Da kann man, so wie ich das verstanden habe, ich habe ja das Level leider noch nicht, kann man wohl Raffinerien draufbauen. Das sind auf jeden Fall diese Ölquellen. So kann ich die nicht anzapfen, muss ich dazu sagen. Also es funktioniert nicht. Deswegen vermute ich, das sind diese Stellen, wo man was draufbauen muss. Dann haben wir hier noch süße neue Pals, die Kikit. Die sind total niedlich. Genau, ich wollte gerade sagen, die rollen sich dann so süß weg. Die erinnern mich so ein bisschen an Gürteltiere. Die sind total süß. Da hinten haben wir wieder Affen. Das sind so im Groben, glaube ich, alle, die so in diesem Gebiet sind. Aber ihr seht ja auch schon, es sieht richtig, richtig gut aus. Es sind auch überall diese, ja, diese Felsen, sage ich jetzt mal, die man hier findet. Sind hier immer, ach so, genau, hier gibt es dann auch Schwefelvorkommen, teilweise Schwefel und Kohle. Wenn man hier so am Strand ein bisschen entlang geht. Und auch komischerweise immer wieder so vereinzeln. Also diese Vorkommen, diese vereinzelten Vorkommen habe ich sehr oft gefunden.
bin ich gar nicht so gewohnt gewesen eigentlich. So, ich würde gerne das Ei haben, damit wir weiter aufnehmen können. Hier unten ist ein Quivern Botan. Ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Es sieht so schön aus. Ja, so weiß. Ich weiß nicht, ob das jetzt Schatten ist oder ob das so ein bisschen grünlich auch ist. Aber es sieht richtig, richtig toll aus, wie ich finde. Ja, und hier seht ihr schon wieder, gibt es dann auch schon wieder einen neuen Schrotthaufen. Dauert immer ein paar Sekunden, bis man das Ganze eingesammelt hat. Hier haben wir jetzt zum Beispiel Flammenöl auch bekommen und einen Goldschlüssel. Finde ich richtig nice. Dann hier im Außenbereich ist es ein bisschen grünlicher. Ach so, hier die ansässigen Bösewichte, sage ich mal, heißen Gesellschaft des Blumenmondes. Da gibt es dann Ninja-Lehrlinge und ähnliche Sachen. Das hier ist übrigens auch ein ganz schöner, ja, schön ist relativ, aber auf jeden Fall ein guter, ebener Punkt, wo man theoretisch auch ein Lager machen könnte. Ist aber, hier unten nochmal ein Quivern, ist aber natürlich jetzt nicht so schön wie der, den ich euch gerne zeigen würde. Sammeln wir uns hier nochmal kurz nicht den Schrott ein, weil mein Jetdragon gerade etwas Besseres zu tun hat. Er wollte seinen Atem nochmal kurz testen. So, wir haben wieder Mockmünzen und sogar über 1000 Goldmünzen hier drin bekommen. Finde ich auch gut. Den inneren Bereich hier, den werden wir gleich mal so ein bisschen erkunden, weil es gibt im äußeren Bereich noch ein bisschen mehr zu sehen. Das sind wieder die Vögel hier. Nämlich hier hinten in dem Bereich, weil der innere, finde ich persönlich, das ist der schönste Bereich und den möchte ich euch ehrlich gesagt als letztes zeigen. Das ist das Pilzmoor und ja, der Name ist hier tatsächlich Programm. Also wenn ihr hier irgendwo bauen wollt, ihr habt auf jeden Fall eine schöne Optik, wenn auch ein bisschen schlammig. Und hier, ich hoffe, da haut jetzt nicht direkt ab. Hallo, da sind die Schrumer. Das sind sehr verschreckte kleine Pilzwesen, die es hier gibt. Und da hinten, ich sage mal die Grinsekatze, also Grintail, den kennen wir ja schon. Sieht so ein bisschen aus wie von Alice im Wunderland. Oh, hier ist noch ein Ei. Ich hoffe ja immer noch, dass ich dann hier auf diesem Stand neue Eier haben kann und dann schon mal die züchten kann, die ich mir jetzt sonst hier schnappen würde. So, dann gibt es hier noch die Croagyros. Ja, das war klar. Ich wollte euch nur ein bisschen länger zeigen. Okay, sie mögen das nicht, wenn man sie länger anguckt. Die sind auf jeden Fall Frösche. Sehen eigentlich ganz cool aus, aber sind irgendwie so böse, dass sie einen immer direkt angreifen. Ich finde das ein bisschen, ich finde das generell ein bisschen nervig. Ich hätte gerne eine Option zu sagen, dass die ganze Welt friedlich ist. Also man kann ja gerne so machen, wenn man die Tiere, also die Pals angreift, dass sie dann zurück, ne, Schaden machen, dass sie sich wehren. Aber dass sie einen immer direkt angreifen, das ist sehr nervig. Also zum einen natürlich, wenn man Videos macht und mal eben etwas zeigen möchte. Und zum anderen, oh, Zement kann man auch davon bekommen. Zum anderen natürlich auch, wenn man jetzt vielleicht gerade irgendwas am Bauen ist oder was weiß ich was. Und da irgendwas zeigen möchte oder so. Oder einfach nur selbst was machen möchte. Dann ist es natürlich schon nervig, wenn einen immer alles und jeder hier angreift. Ja, hier wäre jetzt zum Beispiel auch nochmal ein ganz guter Punkt. Ihr seht das hier bei, ja, ungefähr minus 510 und 110, sage ich mal. Es ist dann hier dieser Bereich, wo das dann auch so ein bisschen dunkel ist. Diese dunklen Flecken, die zeigen euch nämlich immer das hier an. Die, diese Ölraffinerie, ja, Flecken, sage ich jetzt mal. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich stelle mir das so vor, dass man diese Geräte wirklich hier draufstellen muss und die dann, ich hoffe, endlos Öl daraus ziehen werden. Deswegen wäre diese Ecke hier gar nicht so schlecht, wenn ihr in dem Biom hier vielleicht gerne was machen möchtet, was aufbauen möchtet. Dann könntet ihr hier schön was aufbauen. Und eigentlich, finde ich, hat man hier auch eine schöne Umgebung. Also gut, es ist natürlich ein bisschen sumpfig und es tauchen auch leider hin und wieder mal Frösche auf, die einen versuchen, platt zu machen. Aber ich finde so alles in allem, finde ich es doch noch eine schöne Gegend hier. Auch wenn es halt, wie gesagt, ein Sumpfgebiet ist. Dann, hier unten sind wieder Frösche. Die stören mich jetzt wahrscheinlich, wenn ich jetzt versuchen werde, hier unten den Weg, Schreimer, eben freizuschalten. Na, nee. Ich durfte diesmal ohne Zwischenfall... Ja, da,
Granatwerfermunition bekommt man hier auch raus. Also ich kann nur sagen, es wird wahrscheinlich irgendwann wieder genervt werden. Aber ich kann nur sagen, wenn ihr jetzt spielt, schaut auf jeden Fall, dass ihr überall diese Schrottstellen absammelt. Dass ihr ein bisschen in der Gegend rumfliegt und die Schrottstellen sammelt, weil ihr habt es ja selber gesehen, ihr kriegt da so tolle Sachen teilweise raus. Ja. Ihr seht mich nicht, ne? Ihr wollt auch gar nichts mit mir zu tun haben. Geht einfach weiter. Dann kann ich die Platine und das Flammenöl nehmen und dann, ja, ist allen damit geholfen. Hier wäre übrigens auch nochmal so eine schöne Stelle, wo man schöne Optik, sage ich mal, drumherum hat. Wie gesagt, da unten sind leider auch ein paar Frösche drin. Aber man hat hier nochmal zwei Stellen von diesen Öl, ja, Ölraffinerie, sage ich jetzt mal einfach dazu, oder Ölstellen, was weiß ich. Da könnte man auf jeden Fall gut bauen. Also da hat man dann auch kein Wasser beispielsweise. Und ja, hier seht ihr auch Relaxaurusse, kann man das so sagen, fühlen sich hier auf jeden Fall auch wohl drin. Grintail habe ich ja auch schon gezeigt. Hier könnte man vielleicht auch was aufbauen. Mal hier ist nochmal Ölraffinerie. Da hätte man sogar noch Kohle in der Mitte, einen Schwefelbrocken, den man dann immer wieder, also der immer wieder kommen würde und den man immer wieder abbauen könnte. Also hat man erstmal alles, was man haben muss. Natürlich später kann man ja, wie gesagt, jetzt auch mit höherem Level Schwefel und so weiter selber anbauen, was ich immer noch mega geil finde. Hier haben wir jetzt Goldmünzen und Goldschlüssel. Das ist okay soweit. Ja, und hier ist dann der Rest von diesem sumpfigen Gebiet. Dann fliegen wir jetzt erst noch mal ein Stückchen zurück. Ich finde es immer noch so wunderschön hier. Ich lasse jetzt auch mal bewusst UI, AU, also hier dieses Drumherum, lasse ich jetzt mal bewusst an, damit ihr auch seht, wenn mal irgendwas ist, wie jetzt zum Beispiel hier Schuma heißen diese Pilze, welches Level die haben und so weiter. Hier gibt es noch einen Baum. Ich weiß, dass mindestens Pizza können wir übrigens auch mittlerweile daraus kriegen. Ich weiß nicht, ob es das vorher schon gegeben hat. Das ist mir einfach nur aufgefallen. Da musste ich dann erstmal lachen, weil wir kurz vorher noch irgendwie Pizza gegessen hatten. Und kriegen wir das noch mit? Ja, das können wir noch gerade einheimsen. So, das wird ja die Gesellschaft mit ihren Ninja-Lehrlingen. Denen kommen wir jetzt erstmal nicht zu nahe. Ich meine, wir hätten das Level zwar, aber ich will jetzt nicht irgendwie hier beschossen werden oder ähnliches. Dann gibt es hier unten noch die Lulus. Naja, der Name ist, ne? Was ist mit euch? Die hauen einfach ab, okay. Weil denen bin ich jetzt so noch nicht von der Nähe her begegnet. Die hauen auf jeden Fall ab. Also frisch. Nein. Nein, nein, nicht auf die drauf. Ich wollte doch nur, hallo. Ich wollte doch nur die Schnellreise freischalten. Mehr wollte ich doch gar nicht. Also da unten laufen schon wieder Gegner rum, wie ihr seht. Und genau, die gibt es auch noch hier. Die Verdasch. Ich glaube, ihr wart nicht so aggro, oder? Oh, ich glaube, die sind doch aggro. Dann gehen wir da mal nicht zu nahe ran, weil sonst werde ich hier wieder beschossen, während ich etwas zeigen möchte. Also, da solltet ihr, wenn ihr jetzt nicht gerade auf Kriegsfuß mit denen steht, jetzt auch nicht unbedingt zu nahe rangehen. Aber hier seht ihr schon, hier geht es so langsam ins Landinnere. Und hier Kirschblütenschrein. Hier beginnt ein wundervolles Gebiet. Hier gibt es die Chelaeignisse. Die sind mega süß, finde ich. Die haut aber, glaube ich, nicht ab, oder? Kann ich euch triggern, dass ihr abhaut? Nö, ihr seid süß. Kann ich mitspielen vielleicht? Nee, die ignorieren mich. Die sind doof. Ja, dann gibt es hier noch das Eingangsgebiet. Ich hoffe, ich kann jetzt hier mal zu Fuß durchlaufen. Die hier links, die tun nichts. Die nennt man Dogen. Die sind schon durch mein... Alter! Bist du denn des Wahnsinns? Ich sag hier so schön, die sind ganz lieb, die tun nichts und dieser Idiot greift den einfach an. Was macht der denn da? Der lässt sich auch nicht einfangen. Ach, der hat eine ganz, ganz geringe Wahrscheinlichkeit zum Fangen. Okay, ich habe jetzt, glaube ich, leider keine besseren. Doch, einen habe ich noch. Ja, der macht den halt kaputt, komm.
Ah nee, ich habe ja legendäre. Oh, ich hätte die vielleicht holen sollen. So, du gehst erstmal weg. Du hast mir gerade alles kaputt gemacht. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte eigentlich nur eine Aufnahme machen. Es tut mir wirklich. Ich wollte dich nur mal zeigen. Aber irgendwie hat das nicht so ganz geklappt, wie ich es eigentlich machen wollte. Es tut mir leid, Leute. Also ich wollte jetzt hier nicht anfangen, irgendwie jemanden umzubringen oder so. Ja, wie ihr seht, hier sind auch Kativas drin. Ich weiß nicht. Ja, gut. Doch, die sehen sogar so. Nee, doch nicht. Die sahen immer schon so aus. Ich dachte gerade, den haben sie jetzt hier so einen langen Bart dran geklebt oder sowas. Das wäre natürlich noch cool gewesen. Einmal Schnellreisefunktion. Ich zeige euch mal kurz auf der Karte, wenn es weggeht, wo wir jetzt sind. Wir sind hier direkt in der Nähe von dem Turm. Und damit relativ mittig auf der Karte. Hier gibt es übrigens noch den Level 55er Noclim. Das ist dann hier einer der Weltbosse, beziehungsweise der Weltbosse jetzt hier im neuen Gebiet. Und ja, das ist der Turm. Ich finde, der sieht schon ziemlich cool aus so. Von der Optik. Leider ist es jetzt gerade natürlich Nacht, so wie es dann immer so ist, wenn man gerade die wunderschönen Stellen zeigen möchte. Ich habe es zwar extra hier eingestellt, dass die Nacht schneller vorbei ist, aber ich bin mir nicht sicher, wie schnell das dann letztendlich ist. Ich habe auch leider kein Bett dabei. Muss ich euch jetzt leider ein bisschen in der Dunkelheit zeigen. Hier gibt es auf jeden Fall erstmal eine Chest. Ah, und in dem Fall, backt doch hier nicht so rum. Sturmgewehr, Munition und Medizin. Okay, in dem Fall ist es ganz gut. Da hinten sind noch ein paar Rip Bunnies, die hier rumhopsen. Aber es ist ganz gut, dass es gerade Nacht ist, weil diese Yakumos sehen wahnsinnig süß aus. So ein bisschen, ja, grob ähnlich wie Huskies oder so. Also auf jeden Fall langhaarige Hunde. Ein bisschen vielleicht wie Wölfe, wenn man so möchte. Wahnsinnig mega süß. Wollte ich mir auf jeden Fall einen von holen. Beziehungsweise einen, der mit mir läuft und ein paar andere dann vielleicht noch für zu Hause natürlich. Also man muss ja mal den 10er-Bonus vollkriegen. Die sind aber auch sehr aggressiv, muss man dazu sagen. Deswegen bin ich ganz froh darüber, dass die jetzt gerade am Schlafen sind. Ich hoffe, dass die jetzt auch nicht wach werden, wenn wir jetzt hier vorbeilaufen, weil sonst müssen wir wirklich weiter fliegen. Was ist mit dir? Warum bist du wach, obwohl alle deine Freunde schlafen? Ach nee, das sind die Kativas, die am Schlafen sind. Nicht weglaufen! Alter! Ich mache irgendwie alles kaputt, wenn ich hier mal auf Besuch bin, habe ich so das Gefühl. Es geht doch nicht. Ja, wie ihr schon seht, ich hoffe, ich komme den Viechern jetzt hier nicht zu nah. Oder beziehungsweise die werden jetzt nicht wach davon. Vielleicht sind das ja auch die Wachhunde hier. Wie ihr seht, hier gibt es einen schönen Gang bis, ja, ich sag mal, zur Mitte in Anführungszeichen hin. Und hier gibt es dann. Ja, diesen Schrein will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber diese zwei Gebäude hier, man kann leider nicht rein. Ich habe zumindest keinen Eingang gefunden, aber es sieht mega, mega geil aus. Ich denke, dass man hier leider auch nicht, nee, man kommt nicht rein. Ich denke, dass man hier leider auch nicht sein Lager aufschlagen kann. Ich fände es ziemlich geil, wenn man hier so ein Lager aufschlagen könnte. Hinten leuchtet doch irgendwas, was ist denn das? Oh, die sind auch böse, glaube ich. Bushy Knocked. Ja, also Bushy Knocked. Ich weiß nicht, ob das jetzt der ist, den wir kennen oder eine andere Variante davon. Der mochte mich mal so gar nicht. Deswegen gehe ich da jetzt mal nicht so nah hin. Hier links war es jetzt nicht. Ich muss gleich mal gucken. Ich muss gleich mal wieder fliegen. Dann kann ich hier mehr sehen. Aber ihr seht schon hier mega, mega schöne Stelle. Frage ist, werden die Hunde wach oder kann ich das Ding mal eben schnappen hier? Wenn ich sowas frage, ist es meistens so, dass sie. Ach, das ist ein Floppy. Das ist gar keiner von den Hunden. Das ist eine Floppy-Disk. Nein! Nein! Och, ist es denn wirklich wahr? Der ist ja wirklich aggro auf alles. Du kannst sie nicht rausholen, um mal eben hier zu fliegen. Das ist ja schlimm. Jetzt hol mich hoch. Mein Gott, das arme Floppy kann doch nichts dafür. Ja, die Nacht irgendwie doch scheinbar länger, als ich gehofft hatte, wie ihr seht. Ich habe mir einen Ort rausgesucht. Ich bin gerade am gucken. Hier vorne ist ein Wegschrein. Und hier unten ist ein wundervoller Ort, den man im Dunkeln überhaupt nicht erkennen kann. Das heißt, egal was jetzt passiert, ich werde mir jetzt mal eben hier vorne den Schrotthaufen schnappen.
um nochmal zu gucken, was da drin ist. Ach, jetzt wird es doch wieder heller. Eine Platine und eine legendäre Sphäre. Okay. Greift mich jetzt mal bitte nicht an, weil ich möchte hier endlich mal die Schnellreise freischalten. So. Was zu fressen habe ich jetzt, glaube ich, auch gerade nicht dabei. Ich bin hier bestens vorbereitet. Muss er halt hungrig fliegen. Ich bin auch hungrig, ist nicht so schlimm. Die Nossum ist auch hier. Das habe ich hier, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Es kann ja schon mal sein, dass hier drumherum ein paar, also hier, ich glaube hier hinten dann meistens, dass hier diese Bruderschaft, sage ich mal, spawnt, diese Ninjas. Aber ansonsten finde ich, ist das hier ein mega schöner Ort. Ich bin hier mit Level 17 rum hingekommen, also mit einem anderen Speicherstand. Und habe mir hier angefangen, was aufzubauen. Dummerweise musste ich mich jedes Mal ausloggen, wenn ein Aggressiver in der Nähe war. Das sind dann meistens diese Hunde gewesen oder halt diese Bushidos. Nee, Bushido nicht. Diese, ach, ihr wisst, was ich meine, die mit den großen Hüten auf. Da habe ich mich dann immer kurz ausgeloggt und wieder eingeloggt, weil anders ging es leider nicht. Aber ihr seht hier schon, der Platz ist sehr, sehr groß. Also wenn man sich hier drauf baut, kann man, wenn man hier so relativ Kante mit dem Kreis ist, dann ist man hier oben mit dem hier ungefähr, ist man dann auch relativ an der Kante. Und man hat hier wirklich ein riesiges Stück, wo man was bauen kann. Und man hat hier in der Mitte diese zwei... ja, Raffinerie-Dinger, sage ich jetzt mal. Also diese Ölplatten hier. Und was auch noch sehr geil ist, man hat hier nochmal einen Schwefelstein und man hat hier nochmal einen Schwefelstein. Was ich übrigens auch mega cool finde, sind diese Blumen, die hier überall wachsen. Leider kann man die nicht pflücken oder so. Ich meine, ich finde es auch immer schöner, wenn man sowas nicht pflücken kann. Aber ja, die sind halt... Ich habe sie nur in dieser Gegend, glaube ich, hier gesehen. Ich habe sie, glaube ich, nicht im Landesinnere gesehen. Und ich finde es halt mega, mega schön, so von der Umgebung her. Ihr habt den Baum, wo ihr direkt drauf gucken könnt. Ihr habt die Blumen hier in der Ecke. Ihr habt auf der anderen Seite habt ihr diese wunderschönen Kirschbäume. Ich liebe Kirschbäume über alles. Ich hasse es, dass Bienen und Wespen sie auch lieben. Also Bienen sind okay, aber Wespen, das hasse ich. Aber grundsätzlich, ich finde die wahnsinnig schön, diese Kirschbäume. Und dann habt ihr hier auf der Seite, habt ihr dann auch nochmal diesen tollen Blick ins Wasser rein. Theoretischerweise, wenn man außerhalb bauen kann und die Sachen nicht zerfallen, das kann man ja einstellen, könnte man auch noch einen Weg hier runter bauen. Wobei das natürlich optisch, finde ich, nicht ganz so schön ist. Ich glaube, die Rip-Bunnies haben da ein kleines Problem, die kommen da nicht mehr hoch. Ja, Wasserfall ist mit dabei. Hier ist auch irgendwo in der Nähe, genau, hier oben drauf, gibt es einen Spawnpunkt für Eier. Jetzt ist ein gewöhnliches Ei drin. Ich weiß, natürlich habe ich jetzt keinen Platz mehr, wie immer. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt normalerweise ist. Ob da immer nur gewöhnliche Eier drin sind oder ob da auch andere Sachen drin sind. War die seltene Kralle jetzt teuer? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie viel Geld ich überhaupt noch brauche. Ich mache mal einfach die Munition. Ich werfe mal die Munition weg. So, zack, nein, ich will nicht die Munition, ich will das Ei haben. Das ist der Nachteil, wenn man die Sachen dann immer an die gleiche Stelle hinwirft. Weil man nämlich nicht das amüsieren kann, was man eigentlich haben will. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ha, ich hab's geschafft. Ja, irgendwo hier in der Nähe war auch noch ein Baum. Ich habe ihn jetzt leider hier nicht markiert und kann ihn jetzt auch auf Anhieb von hier aus nicht finden. Aber es war auf jeden Fall noch ein Baum relativ in der Nähe. Also ihr müsstet ein bisschen fliegen, aber es ist schon relativ in der Nähe. Hier unten seht ihr, habt ihr dann auch nochmal einen Schrotthaufen. Dann da hinten, wo der Wegschrein hier war, da gab es ja eben auch noch einen Schrotthaufen. Also hier könnt ihr dann auch immer mal wieder so ein bisschen rumlaufen oder fliegen und die Schrotthaufen einsammeln. Ihr habt ja jetzt schon gesehen, was es da noch für coole Sachen... Ach, hier hinten ist der Baum. Was es noch für coole Sachen gibt. Ja, und wie ihr seht, ich hatte recht, der Baum ist nicht so weit weg. Was auch noch richtig, richtig cool ist. Nein, ich habe es ausgeschaltet. Der Hellzephyr-Lux. Ich finde das einen richtig schönen Vogel. Ich finde ihn cool. Ich würde ihn mir auf jeden Fall auch noch holen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe einen. Ich bin mir nicht sicher. Die sind hier teilweise en masse gewesen. Das weiß ich noch.
Ich habe mich hier dann so ein bisschen umgeschaut in der Gegend, nachdem ich mich hier niedergelassen habe oder auch davor, ich bin mir nicht sicher. Die gibt es hier en masse immer mal wieder. Ja, jetzt sind gerade die anderen so viel, aber hier ist sogar noch ein Beacon noch dazwischen. Der taucht hin und wieder auch mal auf. Und da unten natürlich, haben sie mich jetzt gerade hier im Visier, ich bin mir nicht sicher, da ist auch wieder so einer von den Vögeln. Und die kann man hier tatsächlich richtig, richtig gut farmen. Und wir schnappen uns jetzt nochmal eben kurz hier unten den Schrotthaufen. Ja, das ist jetzt wieder Goldschlüssel und Goldmünze. Kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, wo wir das holen oder wie oft wir das holen. Ich weiß es nicht. Ihr seht schon, hier die Vögel fliegen hier überall in der Gegend herum. Hier unten, die wollte ich euch noch gezeigt haben. Genau, das sind neue, die Prickster. Die habe ich vorher auf jeden Fall noch nicht gesehen. Und ich meine, die sind auch ziemlich aggro. Die laufen zwar jetzt gerade so ein bisschen weg, aber ich meine, wenn man da so in der Nähe ist... Hallöchen... Ja, dann werden die nämlich direkt aggro. Also damit solltet ihr da ein bisschen aufpassen. Ja, ansonsten sind wir hier eigentlich auch schon fast durch. Hier unten gibt es dann nochmal einen Dungeon, wo ihr rein könnt. Also ganz habe ich mir das jetzt hier auch noch nicht angeguckt, wo jetzt hier die Dungeons überall sind und so. Aber ich meine, von den Pals her müssten das alle sein, die man hier so im Gebiet findet. Hier oben ist auch nochmal eigentlich eine sehr schöne Stelle. Ich glaube aber, da waren auch irgendwie ein paar böse Gegner. Da bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Hier kann ich euch auch eigentlich empfehlen, wenn ihr hier bauen möchtet, dass ihr hier bauen könnt. Die Stelle wäre dann hier oben, ungefähr bei 578 und 250. Und die andere Stelle, das habe ich euch eben gar nicht gesagt... Das wäre hier diese Stelle. Und zwar ist das quasi auf diesen braunen Fleck hier drauf. Also ungefähr bei minus 644 und 271. Ja, und wie ihr hier oben schon sehen könnt, da ist noch ein zweiter Weltboss aufgedeckt. Und zwar der Menasting Terra mit Level 54. Das heißt, der hier ist dann noch ein bisschen größer als der hier. Und wie gesagt, hier gibt es dann nochmal einen Turm, und zwar den Turm der Gesellschaft des Blumenmondes. Hört sich alles so schön an und es ist ja auch hier so eine wundervoll japanische Optik und alles. Ich fürchte allerdings, dass die doch ziemlich aggro sind und ziemlich brutal sind, wenn man da oben reingeht. Ich war noch nicht drin, wir werden es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, ich denke mal, vielleicht auch mit dem Epi dann im Let's Play. Mal schauen, ich werde das dann nochmal mit ihm auf jeden Fall absprechen. Und ja, ich würde sagen, wir haben jetzt hier erstmal ziemlich alles gesehen vom neuen Gebiet. Jetzt dürfen wir es auch, wie gesagt, gerne nochmal im Hellen sehen. Ich finde es einfach nur wunderschön. Wie gesagt, ich liebe diese japanische Optik. Und ich finde es eine richtig geile Gegend. Ich habe einen komplett neuen Spielstand angefangen, weil ich so fasziniert davon war und werde wohl hier drauf dann auch nochmal hier umsiedeln, wenn ich das hochgebaut habe. Aber ich bin dann rüber, ja, geflogen dann letztendlich, habe dann so weit mich hochgegrindet, dass ich dann auch irgendwann fliegen konnte. Bin dann ungefähr mit Level 17 hier gelandet und kann dann wirklich nur sagen, ich finde es mega, mega nice. Es ist zwar, wenn das Level noch zu klein ist, ein bisschen kompliziert. Ihr müsst euch am besten ausloggen, wenn große Gegner kommen, weil die haben bei mir sonst schon mal einiges platt gemacht, wo ich nur mal kurz einen Kaffee holen wollte. Kam ich zurück, die halbe Basis war auf einmal weg. Ich denke so, okay, beim nächsten Mal vielleicht doch mal ausloggen. Ja, das nur so als kleinen Tipp für euch. Aber ich finde es wirklich mega, mega nice von der Optik. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr zu dem Ganzen steht. Wie gesagt, ich finde es mega schön, auch mit diesem Bereich hier. Ich finde es schade, weil man hier, gehe ich mal stark von außen, nicht drauf bauen kann. Obwohl ich mich ernsthaft frage, warum da oben jetzt Leder ist, es glaube ich, auf dem Dach liegt. Aber okay, vielleicht hat es auch irgendein Vogel da verloren oder so, ich weiß es nicht. Ja, und trotz dieser wunderschönen Optik, wir haben noch eine kleine Sache, wo ich noch eben mit euch hinfliegen werde. Ich werde meinem treuen Begleiter mal eben was zu essen organisieren, weil sein Magen die ganze Zeit knurrt und meiner glaube ich auch. Und dann sehen wir uns gleich am Zielort wieder.
Bevor wir allerdings zum Zielort gehen, möchte ich euch noch eine kurze Sache zeigen. Und zwar habe ich jetzt gerade hier diesen Schrotthaufen gefunden. Und das gehört eindeutig nicht zu dem neuen Gebiet hier oben, sondern das ist im alten Gebiet. Das heißt, ganz offenbar kann man die tatsächlich überall finden. Also man braucht nicht nur im neuen Gebiet zu suchen, sondern man kann sie wirklich überall in der Gegend finden. Ja, die nächste Sache, die ich euch noch zeigen möchte, liegt hier mitten auf dem Wasser. Und ihr seht schon, es ist eine Arena. Und zwar befinden wir uns jetzt hier oben. Das liegt bei 632 und 16. Ist hier unter diesen ganzen, ich sag mal, Eisgebieten. Ja, Eisgebiet ist es nicht, unter diesem ganzen, ne, weißen Gebiet hier. Und da gibt es dann auch entsprechend einen Wegschrein, eine Schnellreise, die wir freischalten können. Und dieses Gebiet hier, ich hoffe, ich kann jetzt hier mal eben absteigen. So, da könnt ihr reingehen, wenn ihr mit jemandem zusammenspielen wollt. Ich zeige mal die Arena-Regeln an. So, die Arena befindet sich auf einer abgelegenen Wüsteninsel. Hier kannst du gemeinsam mit deinen besttrainiertesten Pals antreten, um deine Kräfte gegen andere Paltrainer aus deiner Welt zu messen. Wähle aus deinem Fünferteam einen Hauptpal als Partner sowie zwei Auswechselpals aus, die am Duell teilnehmen. Du gewinnst, wenn es dir gelingt, den gegnerischen Paltrainer oder alle seine Pals zu besiegen. Während des Duells eingesetzte Gegenstände und besiegte Pals werden nach dem Kampf in ihren Zustand zu Duellbeginn zurückversetzt. Also im Endeffekt nichts anderes wie eine PvP-Arena, wo zwei Leute mehr oder weniger gleichzeitig drücken, reingehen möchten und dann mit ihren Pals gegeneinander antreten können. Ich werde jetzt natürlich nicht die Arena betreten, aber ich finde es auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Ich persönlich werde da keinen Gebrauch von machen. Vielleicht werden der Epi und ich uns das mal angucken. Wobei ich dazu sagen muss, dann werde ich vermutlich gnadenlos verlieren. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, weil ich bin nicht so der Typ, der irgendwie PvP oder Kämpfe, also Zweikämpfe oder irgendwas macht. Bei einigen Spielen damals war es noch okay und im Prinzip ist es ja was Ähnliches, wenn man jetzt zum Beispiel so Tomb Raider oder sowas spielt, wenn man halt viele Gegner hat, kann man sagen, das ist ein ähnlicher Effekt, wenn man dann da gegen diese NPCs kämpft. Aber ich bin ganz ehrlich, nee, es ist mir auch einfach zu langweilig, weil man die ganze Zeit nur auf diesen Wettkampf, auf diesen Kampf wortwörtlich aus ist. Und ganz ehrlich, was bringt uns das, wenn wir irgendwie Wettkämpfe miteinander treiben oder uns gegenseitig im Kampf besiegen? Wir haben nichts davon, weder im Leben noch im Spiel. Und dann habe ich es lieber, dass wir halt schöne Spiele haben, die wir dann auch wirklich so nutzen können, wie wir es halt möchten. Sei es jetzt geile Story-Spiele oder tolle Jump-and-Run-Spiele oder wie jetzt hier, wo von allen so ein bisschen was dabei ist, aber sehr viel halt eben auch mit Bauen zu tun hat, mit der Basis großziehen und so weiter. Natürlich auch ein bisschen damit kämpfen immer wieder. Na, ein bisschen ist gut. Man muss halt schon viel kämpfen in dem Spiel, aber es hält sich halt alles noch in Grenzen. Und ja, wie gesagt, also ich bin nicht so der PvP-Typ, aber ich finde es auf jeden Fall eine coole Entwicklung, dass man das Ganze hier so weit eingebaut hat. So, wir sind jetzt hier angekommen bei der Schnellreise, hat es mir jetzt gerade irgendwie nicht mehr gesagt, von der Moorinsel. Und ich habe mir mal so grob hier was hingemacht. Ich meine, es liegt ungefähr in diese Richtung. Da wollen wir uns jetzt hinbegeben. Wenn ich denn ungefähr weiß, wo das ist. Ah, man sieht es schon von hier aus. Es liegt nicht ganz in der Richtung, was ich mir gedacht habe. Oh, Alter! Was zur Hölle? Ja, meine Mitfluggelegenheit ist dann damit wohl passé.
damit hatte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gerechnet. Ich habe halt nur davon gehört, dass man hier zur Ölbohrinsel im Spiel gelangen kann und bin auch schon einmal von Weitem da in der Nähe gewesen. Hab mir das gemerkt, dass das ungefähr hier unten auf der Karte gewesen ist. Aber Alter, wieso kriegen die mit einem Strahl quasi meinen Jetdragon bitte kaputt? Und wie zur Hölle soll ich jetzt da hochkommen? Ich habe absolut keine Ahnung. Das ist jetzt wirklich was, ja. Vielleicht hätte ich irgendwie von oben hinfliegen müssen oder so. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken uns das Ganze trotzdem mal ein bisschen an. Ich werde das mal ein bisschen vorspulen. Ich denke nicht, dass ich jetzt hier eine Möglichkeit kriegen werde, hochzukommen. Aber wir werden es trotzdem natürlich mal versuchen. Bohrinsel des Rain-Syndikats. Nach allem, was ich gehört habe, glaube ich, ist das hier gewesen, wo man wohl verschiedene Ebenen im Endeffekt durchspielen kann. Also wirklich, ach, hier unten kann man theoretischerweise hoch. Also ich vermute, es ist wohl ganz gut, wenn man hier hin schwimmt und nicht hinfliegt, weil, wie wir gesehen haben, sind wir kaputt gegangen. Oh. Alter! Nein! Nein! Mach was anderes! Okay, also ich schätze, es startet schon direkt. Ich wollte euch das eigentlich nicht zeigen und wir werden auch gleich sterben, so wie es aussieht. Ja. Ich habe es ja vorhergesagt. Also gut, ihr habt auf jeden Fall schon mal einen kleinen Einblick gesehen. Ich bin jetzt zugegebenermaßen völlig, ja, mit null Wissen reingegangen. Ich dachte, man könnte vielleicht hier irgendwas starten oder so und dass man dann so Level für Level sich da durchkämpfen muss. Aber Hammer! Ich meine, ich habe jetzt eine mittlere Rüstung angehabt. Die laden ja gerade unendlich nach. Das war jetzt doch ziemlich heftig. Hier unten seht ihr dann auch schon mal die Bohrinsel. Oder zumindest einen Teil davon. Ja, ich glaube, ich werde mich da auf jeden Fall mal ein bisschen informieren, warum, wieso, weshalb. Weil das scheint ja so komplett daneben zu sein. Von hier aus kann man es sogar gar nicht sehen. Oder doch, da hinten, die sind immer noch aggro gerade. Also, ich bin ganz ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung, wie man so etwas bestehen soll. Man wird angegriffen, wenn man hinfliegt. Er ist auch nicht mehr schnell genug nach oben gekommen. Das heißt, Schnelligkeit, glaube ich, bringt einen da nicht allzu viel. Ich vermute mal ganz stark, wenn man hinschwimmt, wird man wahrscheinlich auch angegriffen. Und sobald man ansatzweise unten in die Nähe kommt, von da, wo man einen Fuß draufsetzen kann, wird man überrollt von Gegnern. Das war gerade so ein heftiger erster Eindruck, dass ich sage, ich habe gar keine Lust mehr dahin zu gehen. Ich werde mir aber auf jeden Fall mal ein paar Berichte durchlesen, was das jetzt genau ist und ob es da irgendeinen Trick gibt, ob ich vielleicht anders da hätte rankommen müssen oder so. Aber ich wüsste jetzt auf den ersten Blick keine Gelegenheit. Wenn ihr schon mal da gewesen seid, schreibt es mir gerne in die Kommentare, alles, was ihr dazu wisst. Auch für die anderen natürlich, die das Ganze wissen wollen. Also ich fand es jetzt, ehrlich gesagt, ziemlich krass. Das war, ich war da überhaupt nicht drauf vorbereitet und habe jetzt im Endeffekt dadurch, dass ich überhaupt nicht drauf vorbereitet habe, ich habe jetzt auch wahllos natürlich irgendeinen Pal da reingeworfen, habe ich gerade zwei Pals völlig K.O. Einer davon ist übrigens einer der stärksten Weltbosse. Also, ja. Okay. Wir werden das auf jeden Fall nochmal machen und ja, ich bin gerade, wie ihr schon hört, ein bisschen überrollt von dem Ganzen und verspreche euch auf jeden Fall noch ein paar mehr Infos davon zu liefern, wenn ich denn selber welche bekomme.
Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und ja, ihr habt, denke ich mal, alles gesehen, was es so Wissenswertes gab für den neuen Bereich. Wie gesagt, in zwei Videos zusammengefasst, um euch einmal so den, in Anführungszeichen, technischen Bereich zu erklären und dann im nächsten Video nochmal alles so ein bisschen zu zeigen. Und ich bin immer noch ein bisschen neben mir jetzt, gerade wegen dieser Aktion mit dem, mit der Ölbohrinsel hier. Das werde ich nicht auf mir sitzen lassen. Hört ihr Idioten, ich werde wiederkommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.